Anna. Anna. Nein, ich bin's. Elizabeth. Alles in Ordnung? Wo bin ich? Wieder unter den Lebenden. Hier, Moment. Es geht schon. Sie wären fast ertrunken, Sie. Ich sagte, es geht schon. Ich brauche nur einen Moment. Hören Sie das? Das ist Musik. Genau, ich muss... Okay, ich bleib nicht lang. Ich bleib nicht lang, Mr. DeWitt. Wo ist sie? Nicht hier. Hey, haben Sie eine junge Frau gesehen? Blauer Rock? Nein? Nein. Aber ich bin solo, falls du eine Begleitung suchst. Hey, halt! Ich suche eine junge Frau. Weiße Bluse, blauer Rock, braune Haare, blaue Augen. Hey! Ich suche eine junge Frau. Wer nicht? Hat keinen Sinn, Bruder. Ärger zu machen. Ein Luftschiff. Können wir hier wegkommen? Hey, Kleine! Hey, Kleine! Kleine! Elizabeth! Hallo. Oh, das ist wundervoll! Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt! Ich tanze nicht. Los, komm jetzt! Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja, wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff liegt dort hinten. Aber wenn du da weiter tanzt... Nein, gehen wir! Kommen Sie! Los! Jetzt auf der Stelle! Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Oh, riechen Sie das? Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Können wir gehen? Dabei sind es nur raffiniert montierte Pumpen und Auffangbecken. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Mr. DeWitt, hier! Vogel? Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Der Vogel ist wunderschön und... Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott! Mein Gott! Bestimmt. Sehen Sie! Alles in Ordnung? Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los! Stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Hey, Finger Bulle, spreizen. Zieh dir den an. Beine spreizen. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Halten Sie still. Ja, ja, ja. Ruhe da unten, Pete. Geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Ach, das Ding ist versperrt. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So,
hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Gefangen in einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Oh, hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Mr. DeWitt, ich habe diese Silver Eagles gefunden. Da drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Hey, hey Mister, wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da war der Verlosung vorhin. Ohne sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie sie kommt. Was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Drum denk immer daran. Zeit. Bist du ein Schlaukopf? Verzeihung, aber darf ich Ihnen eine Erfrischung anbieten? Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ja, oh, Verzeihung. Diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, ich rein. Einmal. Was macht das? 2 Tickets für die Fahrt zum Luftschiff First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister! Sie kennen sich Ihren Anzug noch mit Senf bekleckern. Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei. Was soll denn das? Stopp sie! Gehen Sie weg von mir! Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar, aber wieder einmal beweist sich die seherische Kraft des Propheten. Zielperson unserer Aktion muss lebend gefasst werden. Wo ist sie? Na toll. Der hinterlässt nur namenlose, zerfetzte Körper. Das war schon die... sechste Zigarette. Das Warten ist unerträglich. Wir gehen
Bleib einfach, wo du bist! Bleiben Sie mir verbleiben! Hey, komm zurück! Sie haben diese Menschen getötet. Ich kann es nicht fassen. Sie sind alle tot. Sie haben sie umgebracht! Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster! Was hast du denn gedacht, was passiert? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Aber ich lass mich ganz bestimmt nicht mehr so überrumpeln. Zeigen Sie mal die Hand. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. So. Da muss ich mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren.